Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Fallout 2. Wir sind wieder zurück in Broken Hills und haben die benötigten Teile, um die Mine zu reparieren. Wir wollen es mal versuchen. Vielleicht hat Markus da nochmal was zu erzählen. Willst du sonst noch was? So, was denn? Nee, wir können Ihnen auch nichts erzählen dazu. Also gehen wir mal wieder in den östlichen Teil der Stadt und sprechen vielleicht nochmal wieder mit dem Vorarbeiter. Ja, vielleicht können wir dem sagen, dass wir die Teile jetzt haben und vielleicht hat er dann jemanden, der das Ganze einbaut, weil in der Mine soll es auch Strahlung geben. Ist für uns dann natürlich nicht so gut, wenn wir da reingehen. Okay, du hast die Ersatzteile, super, hoffentlich hast du auch Schutzkleidung. Von den Dämpfen kannst du nämlich ohnmächtig werden. Ich habe hier einen Zettel mit deinem Namen drauf, den hatte eine tote Frau in den Tunneln bei sich. Hast du dazu etwas zu sagen? Hey, ich habe den Zettel gerade bekommen. Sprich da mit Francis drüber, okay? Er hat ihn geschrieben. Wenn du etwas mit dem Tod dieser Leute zu tun hast, möchte ich das wissen. Nein, nein, wir schützen uns vor der Verschwörung. Markus glaubt an Gesetze und Beweise und obwohl ihm klar ist, dass diese Leute gefährlich sind, weiß er nicht, wer dazugehört und ist zu ehrlich, um Beweise zu fälschen. Es ist meine Aufgabe, Francis von einem Rundum-Rachefeldzug abzuhalten. Das klingt mir ein bisschen zu einfach. Ich unterhalte mich mal mit Francis darüber. Ja, wer ist Francis? Den müssen wir dann auch erstmal nochmal finden. Und ja, hier müssen wir rein, um zu gucken, dass wir dann die Generatoren dort reparieren. Wir speichern jetzt erstmal, bevor wir die Mine betreten. Würde vielleicht sogar Sinn machen, unsere Begleiter draußen zu lassen. Aber wir wissen ja nicht, was für Gegner hier lauern. Und wo wir hier genau hin müssen. Ja, schauen wir mal. Ja, da werden wir auch schon getroffen. Wir gucken nochmal, da in der Ecke ist auch noch eine. Würde ich natürlich auch noch gerne mitnehmen, wenn das geht. Oha, da oben ist eine Todeskralle. Ich glaube, wir sind genau falsch gelaufen, Leute. Aber egal. Gucken wir mal, dass wir vielleicht die Todeskralle auch noch töten. Ich weiß nicht, greift die uns denn an? Ist sie feindlich? Natürlich ist sie feindlich. greifen wir die mal an. Niedere Todeskralle. Okay, das war's mit ihr. Ging relativ schnell. Wollen wir nochmal gucken, ob die vielleicht was bei sich hatte. Nö, können wir nicht plündern. Alles klar, ja, wir müssen hier vielleicht nochmal rausgehen aus der Mine. Jetzt haben wir einen Teil hier geschafft und der restliche Teil, ja, müssen wir da mal gucken. Das kriegen wir, glaube ich, auch alleine hin. Wenn wir Cassidy, Sulik und Vic jetzt mitnehmen, dann kriegen die halt die ganze Zeit nur Schaden. Das soll auch nicht sein. Ach nee, Vic haben wir ja schon in New Reno gelassen, genau. Also ihr seht schon, es geht relativ schnell runter. Ja, Sulik, du musst hier warten, bis ich zurück bin. Hier aussehen wie guter Ort. Und das gleiche machen wir hier mit Cassidy. Der kann nur mal da ein bisschen wegkommen von den Mutanten. So, genau, warte mal hier, bis wir zurückkommen. Und wir gucken dann mal, dass wir uns nochmal hochheilen.
Okay, und dann würde ich jetzt nochmal speichern und dann gehen wir den anderen Weg. Ja, versuchen das Ganze irgendwie zu reparieren. Ich hoffe, wir haben den nötigen Skill dazu. Ist natürlich jetzt blöd, dass wir Vic in New Reno gelassen haben. Der ist ja handwerklich sehr begabt. Der hätte das vielleicht regeln können. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir hier eine Schutzausrüstung oder sowas herbekommen. Wir gleich direkt nochmal nachladen. Ja, gehen wir mal hier hoch. Alleine ist das nicht so schlimm, wenn wir Schaden kriegen. Da können wir dann auch mal ein paar Stimpaks nutzen. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Okay, da ist noch einer. Ich weiß nicht, wo der steht. Auf jeden Fall weit weg. Okay, hier haben wir den. Da unten sind noch Ratskorpione. Ich glaube, wenn wir den Filter aber ausgetauscht haben, dürfte ja auch keine Strahlung mehr uns Schaden machen. So ist zumindest mein Gedanke. Da ist noch einer. So, dann bauen wir die Sachen mal ein. Ich hoffe, das klappt. Jo, hat geklappt. Jetzt gucken wir mal und achten drauf, ob wir noch weiter Schaden bekommen. Wenn ja, dann müssen wir hier schleunigst raus. Aha, jetzt ist auch hier die Ameise draußen. War so ein bisschen in der Wand geglitscht, glaube ich. Sah zumindest so aus. Ja, 80 Trefferpunkte haben wir jetzt gerade. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen jetzt. Ja, lass uns das ruhig mal alleine angehen hier mit den Ratskorpionen. Können wir mal testen. Ich würde vorher natürlich nochmal speichern. Okay, sehr schön. Mal sehen, ob wir von hier aus jemand anderen treffen. Hier oben nach hinten. Prozent nur. Frage ich mich, warum. Achso, weil wir zu nah dran stehen, vermutlich. Ne, der hier wird mit 95% angezeigt. Frag mich nicht, woran das liegt. Aber haben wir doch gut gemeistert. Und auch da kriegen wir natürlich wieder Erfahrungspunkte für. Ja, die Schwänze würde ich hier liegen lassen. Wiegen viel und bringen nichts. Am Anfang haben wir die noch mitgenommen aus dem Tempel der Erprobung. Erste, zweite Folge. Und da haben wir dann zumindest am Anfang schon mal ein kleines Startkapital gehabt. Ich würde mich jetzt hier unten natürlich auch nochmal umgucken. Ja, ein Schuss, ein Treffer. Mittlerweile ist das so. Am Anfang haben wir uns noch im Nahkampf geübt. Ja, aber so entwickelt man seinen Charakter dann nach und nach weiter. Und dann wird er natürlich auch besser. So, was haben wir hier noch? Da ist einer. Ja, der kommt dann gleich hinterher hier. Ich weiß nicht, ob hier hinten halt noch was ist. Könnte sein. Gehen wir so ein bisschen in die Richtung. Nö, da ist nichts mehr. Okay.
Ja, gerade in solchen Höhlen, wo viele Wände sind und sich Gegner verstecken können, macht es immer mal Sinn, einen Kampf zu eröffnen. Dann werden die so ein bisschen gelb umrandet, wenn man die nicht gerade sieht, oder halt eben rot. Ist immer eine gute Möglichkeit, um sich dann ein bisschen sicherer vorzubewegen. Okay, dann könnt ihr auch wieder mitkommen. Lass uns Lass aufbrechen. du wollen. Gehen wir. Lass du wollen. So, du hast es repariert? Klasse. Hör mal, ich weiß zwar, dass du das umsonst gemacht hast, aber das kann ich nicht annehmen. Die Jungs und ich haben zusammengelegt und dir das hier besorgt. Es ist ein Kampfgewehr. Viel Glück damit und nochmal vielen Dank. Ja, kein Problem und danke. Okay, nettes Kampfgewehr. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir dankend an. So, ein Mutant müssen wir noch suchen und ihn auf diesen Brief ansprechen. Könnte der hier vielleicht sein? Wie heißt der noch? Felix oder so? Gucken wir mal. So, das war der Ghoul. Das war die Dame. Da hatte ich in der einen Folge reingeguckt, überall in die Regale, da war aber nichts drin. Und dann mussten wir nochmal nachladen, weil ja, die Morton-Brüder uns dann doch auseinandergenommen haben. So, der hat auch nichts zu sagen. Hier war der Professor drin, die beiden waren leer. Obwohl, ich glaube, da war jemand drin. Gucken wir nochmal. Nee, doch nicht. Waren beide leer. Okay, dann wird er vermutlich im vorderen Teil der Stadt sein. Aber wir können ja Markus auch direkt berichten, dass wir hier den Filter jetzt wieder repariert haben. Und vielleicht können wir ihn jetzt nochmal auf den Brief ansprechen. Da wir Zaius drauf angesprochen haben, könnte sein. Ja, gehen wir erstmal zu Markus. Willst du sonst noch was? So, ich wollte dir etwas So, erzählen. was denn? Ja, dass die Filter wieder repariert sind, aber das scheint dich gar nicht zu interessieren. So, vielleicht ist er ja hier derjenige, mit dem wir sprechen müssen. Schon wieder? Was willst du? Ich schaue mich nur ein bisschen um. Ja, such woanders. Hier haben wir Kriminelle. Hau ab. Okay, ich weiß nicht, ob das hier nämlich Gefangene sind. Ne, einen der Wächter der Bank. Okay. Ja, dann ist das vielleicht der hier unten, der sowieso ein bisschen unfreundlich zu uns war. Ja, das ist Francis, genau. Hau bloß ab, bevor mein dummes Gehirn dein Gesicht zu Brei schlagen will. Ich habe einen Zettel in den Tunneln gefunden, auf dem die Namen Francis und Cyrus stehen. Sieht so aus, als hättet ihr was verbrochen. Verdammt nochmal, Cyrus hat schon wieder Zettel rumliegen lassen, was? Also hör mal zu. Ich weiß, dass in dieser Stadt ein paar Menschen die Mutanten umbringen wollen. Und ich weiß auch, dass Markus sie nur verhaften wird, wenn er Beweise hat. Ich wollte das Ganze nur ohne großes Blutvergießen durchziehen. Ja. Und du hast also Unschuldige getötet? Unschuldige? Ha! Ich habe nur Verschwörer umgebracht, die mich töten wollten. Ich habe ihnen nur den gleichen Gefallen getan und dafür gesorgt, dass ihr Tod auch zu was gut war, damit wir vielleicht irgendwann Frieden schließen können. Ja, du bist trotzdem nichts weiter als ein krimineller Mörder. Ich weiß dann nur von dir, dass es angeblich eine Verschwörung gibt. Wenn wir wirklich Frieden wollen, dann müssen alle Mörder sterben. Am besten fange ich gleich damit an und bringe dich um. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Wir wählen die erste Antwortmöglichkeit. Red doch mal mit ein paar Leuten in der Stadt. Erzähl ihnen, dass du die Mutanten hast. Dann findest du bestimmt was über die Verschwörung raus. Ich weiß, dass falsch plus falsch nicht richtig ergibt, aber das war notwendig. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss einen Weg finden, für meine Taten zu büßen. Ist dein Gerechtigkeitssinn jetzt besänftigt? Ja, muss wohl erst mal. Okay, Francis ist geflohen. Ja, Willst du sonst sprechen noch wir mal was? mit ihm nochmal. So, was denn? Können wir ihnen aber irgendwie nichts von erzählen? Willst du sonst noch was? Ich bin Markus. Half das Ganze hier aufzubauen. Ist eine lange Geschichte. Willst du die Kurz- oder die Vollversion? Willst du sonst noch Okay, was? das Ist eine die lange Gespräche hatten wir Geschichte. alle Willst du die schon. Kurz? Willst du sonst Deswegen noch überspringe ich was? das jetzt mal gerade. Du willst, dass ich mitkomme? Ach zum Teufel, ich bin zu alt, um noch irgendwo sesshaft zu werden. Gehen wir jetzt gleich.
Okay, super. Also Markus schließt sich uns jetzt an. Was willst du? Stimmt. Bleibe mal in der Nähe. Das ändern wir direkt mal. Und wir gucken, was hat er denn an Waffen überhaupt? Hier den Kram braucht er nicht. Die braucht er auch nicht. Aber er hat schon mal ein paar Stimpaks, das ist gut. Und meinetwegen kann er das Gift auch behalten. Und die 5 mm Munition ist für ihn wichtig. Ja, da er da eine Minigun, glaube ich, hat. Gucken wir mal. Ein Kleingeschütz hat er, alles klar. Ja, dann gucken wir mal, dass wir vielleicht nochmal ins Auto gehen und ihm die restliche Munition für die 5 mm Waffe geben. Damit er auch immer schön nachladen kann und genügend Munition hat, um sie zu wehren. Ja, das ist so der Plan. Und dann können wir vielleicht nochmal in den östlichen Teil der Stadt gehen und gucken, ob wir ja, dem Mann berichten können, was mit seiner Frau geschehen ist und ihm vielleicht auch den Zettel nochmal geben. Ja, das wäre so der Plan. So, 5 mm. Haben wir da nur so wenig von? Das ist aber komisch. Tatsächlich. Ja, Flammenwerfer-Munition können wir vielleicht nochmal rausnehmen und irgendwie verkaufen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Nehmen wir hiervon erstmal. Wie viel waren das? 23, okay. Versuchen wir das mal mit 15, das klappt nicht. Vielleicht erstmal mit 10, auch nicht. Meine Güte. Okay, dann erstmal mit 5. So, wo ist er denn? Okay, du brauchst wohl immer ein bisschen länger, bis du hinterher kommst. Was willst du? Was willst du? Wir wollen tauschen. Ja, kannst ein bisschen Munition von uns haben. Das wär's erstmal. Und jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Platz geschaffen. Dann können wir mal gucken, dass wir wieder ein paar Sachen reinlegen. Wie zum Beispiel diesen Goldzahn. Ja, der Zettel von Francis, den behalten wir nochmal kurz. Die Marken, die können ja auf jeden Fall auch erstmal rein, wenn das klappt. Dafür ist kein Platz mehr. Okay, dann kommt das erstmal rein. Haben wir hier eine Arzttasche jetzt gerade momentan drin? Ja, haben wir. Dann können wir die auf jeden Fall verkaufen, die wir hier haben. Ja, ich weiß gar nicht, was wir mit diesen ganzen Zahlen hier noch sollen. Achso, und wir haben ein Mutationsserum ja noch. Müssen wir auch nochmal gucken. Ja, ich würde einen vielleicht hier nochmal reinlegen. So, und restliche Munition rausnehmen. Wo ist die denn? Ganz oben? Ah ja. So, versuchen wir das mal mit 7. 2, 1, okay. Das war's. Wir wollen nochmal tauschen und dir die restliche Munition geben, die wir hier haben. So, 9 Kilo. Und dann nehmen wir auch noch die restliche mit. Zack, rein damit. Was willst du? Was willst du? Ja. Zack, bitteschön. Ich glaube, dann hast du auch genug. Was wiegt denn der Kram hier eigentlich? Null. Aber er sagt uns, ist kein Platz für drin. Sehr komisch. Ja, gut, Leute, damit sind wir auch am Ende der Folge wieder angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen. Also, bis demnächst.